Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja Bescheid, es gibt da so einen Spot, den ich eigentlich ungern besuche. Doch wenn der Thomas ruft und mit ein paar Jungs von den Young Guns vorbeikommen will, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig, da nochmal hinzufahren. Ja, der Thomas hat also gefragt, ob wir nochmal hinfahren und gesagt, getan. Dazu sind noch ein paar Jungs von den Young Guns mitgekommen und wir haben uns das Ganze erstmal entspannt angeschaut. Ich habe den Jungs gezeigt, wo was hier ungefähr ist, was man hier fahren kann und auch ein paar neue Lines gibt es mal wieder, die ich bisher noch gar nicht kannte. Und wir haben uns dann Stück für Stück alles vorgenommen und ihr wisst ja, das hier ist echt nicht gerade mein Spot. Ich fühle mich auch immer richtig schlecht, wenn ich hier fahre. Was denkst du? Also ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, was ich fahren möchte. Sagen wir mal so. Oh, da ist voll die Pfütze drin. Naja, also ein Spot, an dem ich echt ungern fahre, weil alles ein bisschen Dirtjump-mäßig gebaut ist. Dazu alles nass und laubbedeckt. Naja, nichtsdestotrotz habe ich heute tatsächlich hier einige Erfolge einfahren können. Und der Thomas hat mich über das ein oder andere Ding mal drüber gezogen. Und zwar habe ich ein paar Doubles geschafft, die ich bisher hier mich einfach noch nie rangetraut habe. Aber seht selbst. Pfütze. Der ist auch neu. Jetzt, ja, jetzt kann man optional da runterfahren. Ja. Dann kommt so ein Step-Up mit so einer Hip da runter. Ja. Oder hier kommt so eine Mini-Drop-Batterie. Ja. Und dann ein Table. Ja, die erste Abfahrt lief natürlich wieder, wie erwartet, nicht so besonders gut. Nichtsdestotrotz wollte ich diesmal dem Spot echt eine Chance geben, weil das einer der Spots ist, den ich öfter mal besuchen kann, besonders jetzt im Winter, wo die Parks zu sind. Und deswegen muss ich mich jetzt einfach mal zusammenreißen und hier anständig fahren lernen. Immer zu wenig Speed. Landung optimal. Das ist eigentlich die Kunst beim Springen, wenn immer so zu springen, dass man die Landung trifft. Und dann muss man seine Technik dementsprechend anpassen. Bei den Treffen mit den Young Guns gibt es natürlich auch immer ein paar Tipps mit dem Thomas. Auch wenn der Thomas, wenn wir mit ihm zusammen irgendwie fahren sind oder ich auch mit ihm alleine fahren bin, er überhaupt nicht den Fahrtechniktrainer raushängen lässt, bin ich immer sehr, sehr interessiert, wenn er was erzählt über Sprünge. Und hier war heute das Thema, wie man auch einen Sprung wegschlucken kann bzw. wegdrücken kann. Und kurz darauf habe ich es tatsächlich auch geschafft, diesen Sprung das erste Mal richtig in die Landung zu springen. Hier sehe ich einfach nichts mehr. Thank you.
weiß es nicht. Scheiße. Ich muss schon hier abspringen. Sonst klappt das nicht. Hier muss ich abspringen. Ja, sonst springt man gegen den Baum. Double Line. Thomas hat natürlich irgendwie mitbekommen, dass ich mir die Double Line angeguckt habe und hat sich dann natürlich auch nicht nehmen lassen, mich da irgendwie drüber zu ziehen. Wie es immer so ist mit dem Thomas, ist mir dabei nicht ganz wohl gewesen. Und naja, wie soll ich sagen? Ich bin dann trotzdem irgendwie hinterhergefahren, weil ich dem Thomas da mittlerweile echt vertrauen kann. Wenn er sagt, ich kann das, dann glaube ich ihm das. Und wenn ich mich danach fühle, dass das Ganze funktionieren kann, dann fahre ich ihm auch mittlerweile einfach hinterher. Auch wenn das bei diesem Versuch nicht ganz perfekt geklappt hat. Nee, es geht noch. Ja. Ja, ich war. Die ersten zwei waren, aber hier war ich zu langsam. Ja, habe ich jetzt gerade das erste Mal richtig geschafft. Das geht mal gut jetzt. Das Wichtige ist halt am Anfang, dass du wirklich versuchst, meinen Speed zu halten. Mhm. Bei den ersten springen wir fast nur mit Speed. Ne? Das ist halt für mich so, weil die Landung so schmal, also es sieht so schmal aus. Guck einfach mir hinterher. Genau. Guck einfach auf das Follow Me. Guck nirgendwo anders hin. Guck wirklich nicht auf diesen Meter vom Boden, weil der macht dich bei so Sprüngen psychisch fertig. Ja. Der Blick. Sondern der zielfokussierte Blick. Ich will da hin und dann kommt das Fahrrad auch dahin. Oder so? Ja. Ja. Scheiße. Ja, war auf jeden Fall besser. Aber der hat nicht gereicht. Ich muss was snacken. Ich merke es immer, wenn ich morgens früh fahre, habe ich einfach irgendwann Hunger. Dann lässt die Konzentration nach und so und dann geht gar nichts mehr. Nach ein, zwei Abfahrten nach dem Snack war dann aber auch irgendwie die Luft raus. Und ich merke das dann immer relativ schnell, wenn die Energie nachlässt und ich mal wieder zu wenig Schlaf hatte und
die Nässe und Kälte meiner Muskulatur zu schaffen macht, dann lasse ich es meistens auch einfach sein. Und gerade weil der Spot hier mir noch nicht so besonders gut liegt, wollte ich jetzt auch nicht irgendwie auf Zwang noch mehr versuchen und habe dann einfach gesagt, okay, ich breche jetzt auf nach Hause, das passt schon. Ich bin dennoch stolz auf mich, dass ich hier den ein oder anderen neuen Sprung geschafft habe und auch die ein oder andere Line mal ein bisschen sauberer gefahren bin als sonst, denn so gut wie heute bin ich hier noch nie irgendwie zurechtgekommen. Definitiv muss ich diesen Spot öfter besuchen und ich bin happy, dass der Thomas mal mit mir hier war und sich das Ganze angeguckt hat, denn jetzt habe ich den Auftrag bekommen, hier öfter zu fahren. Also Leute, abonnieren, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein.